Hallo liebe YouTuber, willkommen im neuen Video, wieder mit einer kleinen praktischen Idee, wie man solche Gefäße, die man eigentlich so verträumt findet, so romantisch, man überlegt, wie soll ich die bepflanzen? Das zeige ich euch einfach im Video nach der Intro. Bleibt mal dran, es gibt immer spannende Tipps. Ja, also meine Kundin hat mir hier dieses romantische Gefäß gebracht, dass sie hat es an der Wand hängen, ja, dann ist es so irgendwo und hat auch gesagt, oh, das würde sie total gern bepflanzen, aber wenn man da jetzt nur so dieses Töpfchen da reinmachen will, zum einen sieht es total blöd aus und da habe ich gesagt, das ist kein Problem, wir schaffen das und ich habe da irgendwie schon eine nette Idee gehabt, wie man das schön bepflanzt und wie so oft ist ohne Moos nichts los, tatsächlich. Und, Moment, jetzt muss ich mein Wägelchen erstmal hinlegen. Und ich habe jetzt hier wieder ein schönes, wunderschönes, flächiges Moos. Ich würde tatsächlich dazu tendieren, erstmal dieses Moos, ich hole mal meinen Wassersprüher, dieses Moos mal ordentlich einzusprühen, dass das nicht, so, dann zum einen wird es immer wunderschön grün, also tatsächlich, wenn das Moos gut getrocknet ist, dann wird es wirklich grüner, wenn man das nochmal ordentlich einsprüht. Und zum anderen gruselt es dann zumindest nicht ganz so beim Verarbeiten. Also gruseln ist der Begriff gruseln, streuselt es nicht ganz so stark beim Verarbeiten. Und mein Gedanke war, wir schlagen jetzt erstmal dieses Gefäß mit Moos aus, aber das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Und da brauche ich, wie gesagt, also ihr bekommt Moos beim Floristen und genau, mein Wassersprüher tue ich auch weg. Ja, und dann nehme ich nochmal ein bisschen Sprühen und gleite es jetzt einfach mal schön aus. So, gleite es mal schön aus, das Gefäß. Und Moos ist jetzt natürlich auch nur die halbe Wahrheit, weil ich brauche jetzt schon noch einen Schutz, dass die Erde, um die Erde da ordentlich drin zu halten und dass die Erde nicht gleich in dem Moos ist. Und damit ich das, so, wie sieht das jetzt aus von außen? Kleine Kontrolle, also ich finde, das sieht sehr, sehr süß aus und sehr romantisch für den Garten. Und es wird natürlich dann auch noch so schön an das Metall dran gedrückt. Und damit ich jetzt auch ordentlich pflanzen kann und ein Pflanzgefäß simuliere, gibt es natürlich auch noch Drainagevlies. Drainagevlies habe ich hier jetzt hier mal so eine ganze Rolle. Also ich habe da ziemlich viel. Das ist auch immer super brauchbar bei allen Bepflanzungen, weil viele beachten eigentlich gar nicht genug, dass eine Drainage zu pflanzen, dass das immer sehr, sehr sinnvoll ist. Und für mein Wägelchen, ich setze das jetzt einmal in die Mooskiste, dann haut mir das nicht mehr ab zum Pflanzen. Das ist jetzt die Idee. So, Quatsch, drin ist es. Ja, dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja hier jetzt Drainagevlies reinmachen und habe damit jetzt hier mir ein eigenes kleines Pflanzgefäß gebaut. Das ist jetzt natürlich doch noch ein bisschen hoch, das heißt, ich schneide es noch ein bisschen zurück, weil ich wollte jetzt auch nicht, dass dieser schwarze Vlies so übersteht. Das ist jetzt auch nicht gerade so schön. Ja, und dann hole ich mir ein bisschen Erde. Genau, Erde holen ist ein guter Kommentar, weil ich habe tatsächlich vergessen, die Erde bereitzustellen. Moment, ich bin sofort zurück. Augenblick. Ich versuche so viel vorzubereiten für die Videos und
doch gibt es natürlich immer irgendwelche Kleinigkeiten, die ich dann doch übersehe. Ja, ich habe hier eine sehr schöne Petunie Tricolore, also ein kleines Prachtexemplar. Und erstmal ein bisschen Erde rein. Und die wollte ich da reinpflanzen. Und des Weiteren habe ich mir gedacht, pflanze ich so einen kleinen Efeu rein, so einen hübschen. Das ist immer gut zum Pflanzen. Für Pflanzarbeiten braucht man immer so ein Schäufelchen. Dann kann man sehr, sehr zielgerichtet die Erde auch hier reinmachen. So, dann mache ich die Petunie rein. Und dann habe ich auch einen Efeu. Und das Schöne mit dem Efeu ist, den kann ich ja auch noch so am Rand entlang führen. Und Efeu kann man bei Bedarf auch teilen. Das ist auch sehr, sehr schön. Also der lässt das wirklich mit sich machen. Was oft, wenn man die Sachen gut wässern muss, was oft sehr sinnvoll ist, ist, die Pflanzen nochmal zu tauchen, bevor man sie pflanzt. Ja, das hab ich jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber das ist immer ratsam. Oder manchmal ist es auch ganz gut, dass man manche Wurzelballen so ein bisschen auseinander nimmt, dann wurzeln die besser durch. Das macht man vor allem bei Erika, machen wir das sehr gerne, dass die auch gut einwurzeln. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Erde, damit das alles hier gut versorgt ist. Drückt es auch nochmal schön an, das Ganze. Und das Schöne ist ja, da ich ja auch außenrum Moos habe, wenn ich also irgendwas noch verkleiden will, dann kann ich es auch mit Moos verkleiden. Das ist auch klasse. Aber ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass meine Pflanzen genügend Erde haben. Und ich hätte auch keine Scheu, weil das Wägelchen ist ja eh schon verrostet. Ich hätte also auch keine Scheu, um das Ganze, dass es richtig nass ist, auch das ganze Wägelchen einfach zu nehmen und ab und zu tauchen. Ja, und dann besser und so leicht antauchen. Und dann wäre das ja auch richtig schön versorgt. Ja, die Ecken, das kennt ihr sicher auch vom Pflanzen, ne? Die Ecken, bis da die Erde immer drin ist und bis man alles immer gut versorgt hat, das dauert eben doch. Und man drückt und drückt und es geht doch immer noch ein bisschen Erde in die Lücken rein. Aber ich fülle das jetzt auch gut, weil die Kundin soll ja auch lange Freude dran haben. So, und genau, Moos. Ich greife also in meine Mooskiste und verkleide die Ecke dann einfach wieder mit Moos. Klasse, sehr schön. Immer wenn man ein Steckdraht, ja, wenn man Steckdraht hat. Und den nehme ich jetzt also, gehe mit dem Steckdraht um den Efeu drumherum. Der ist zu weich. Es ist gut, dass mir die Fehler im Video passieren. Das war jetzt schlecht von mir. Ich nehme einfach einen, der etwas fester ist. Der ist zu lang. Ich wollte nämlich die Länge vorhin nehmen. Der ist zu lang, das heißt, den teile ich mit der Drahtschere. Und ja, ich finde das ja völlig in Ordnung, wenn die Sachen bei mir passieren und ihr sagt, ach, okay, so und so muss ich es machen, dass ihr da also auch gleich so und versenkt dann somit auch das oder steckt diesen Trieb von dem Efeu fest und habt das also ganz, ganz süß und spielerisch umschlungen, diese Petunie. Und ich habe jetzt also wirklich nur eine Petunie. Das ist also wirklich wenig. Wenn dir jetzt diese Idee, die ich dir gerade auch zeige, gefällt und du sagst, oh, ich habe eigentlich auch noch so einen Drahtkorb, da könnte ich mal den Stoff wegmachen und könnte dann auch mal schön bepflanzen, aber ich habe eigentlich die ganzen Sachen nicht. Und dann, da habe ich natürlich wieder mal Abhilfe, weil ich habe hier schon ein schönes DIY-Päckchen, das ich dir versenden würde, und zwar hier ist Moos. Das muss natürlich dann noch angesprüht werden, bevor du es nimmst. Hier habe ich auch schon 4 von diesen schönen Drähten, mit denen man die Ranken feststecken kann. Und dann habe ich noch von meiner großen Rolle Drainagevlies, die schon wieder im Keller ist, 1,60 Entschuldigung, mal 50 cm. Da kannst du also dann auch ein paar Gefäße bepflanzen und Drainagevlies kann man ja immer gebrauchen. Und den Beständigen dazu, den mache ich dir jetzt
Oben ist er, glaube ich. Genau, oben rein. Auf jeden Fall kannst du dir dann so ein schönes Päckchen auch von mir bestellen. So. Ja, und schon. Und schon ist unser sommerlicher Traum im rostigen kleinen Wägelchen schön gepflanzt. Ja, und dies kann jetzt alles schön vor sich hin wachsen und treiben. Und alles, was an Wasser überschüssig ist, das tropft ja eh nach unten raus. Ja, also das ist so eine Art und Weise, wie man Gefäße, von denen man denkt, dass die nicht bepflanzbar wären, wie man die doch also ganz einfach und malerisch bepflanzen kann. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen dieser einfachen Sommeridee. Das war's schon fürs heutige Video. Ganz kurz und einfach, aber doch so wirkungsvoll und so romantisch. Ihr Lieben, jetzt gehe ich erstmal Hände waschen. Ich wünsche euch schöne Sommerbepflanzung und sag einfach bis ganz bald, eure Margit. Tschüss! Und falls dir diese Deko-Idee gefallen hat, dann schau auch mein Video mit einer wunderschönen Topfpflanzen-Deko-Idee.